Hallo und herzlich willkommen zu einer Jubiläumsausgabe von Wir in BB. Nicht Wir in BB feiert Jubiläum, Gülstein feiert 1250-jährigen Geburtstag. Und der Ortsvorsteher Gerhard Kaufeld und die Stadtarchivarin Stefanie Albus-Kötz haben sich hierher gestellt, weil die können nämlich auch beweisen, dass Gülstein zu alt ist, weil schreiben kann das jeder. Ja, der erste schriftliche Beleg für Gülstein haben wir hier. Wir haben es auch auf dem Jubiläumsbuch abgedruckt. In Gieselstädter Marka wurde ein Stück Land geschenkt an das Kloster Lorsch an der Bergstraße. So, und damit ist bewiesen 1250 Jahre. Herr Kaufeld, wir stehen jetzt hier vor dem Rathaus von Gülstein. Und auf dem Schild steht auch ganz klar dran, 1784 komplett zerstört. Aber es hat ja hier in Gülstein zweimal gebrannt, 1943. Und das hat mit dem Krieg nichts zu tun gehabt. Nein, 1943, da war eine Gülsteiner Bürgerin, die hat irgendwie angefangen, nicht mehr ganz normal zu sein, hat angefangen, ihr Vermögen zu verschenken und in einer Nacht fiel es ihr dann ein, dass man Feuer legen könnte. Und sie hat in einer Nacht an 30 Häuser ihrer Verwandten hat sie Feuer gelegt und zwar recht erfolgreich, dass also der halbe Ort hier abgebrannt ist. So, aber wieder erfolgreich aufgebaut. Herr Kaufeld, wo gehen wir denn gleich als nächstes hin? Also wir könnten uns zunächst mal zu unserer Mühle aus dem 12. Jahrhundert hin bewegen. Vorher gehen wir, und es ist gar nicht so weit weg, von Gülstein nach Herrenberg, weil am kommenden Wochenende finden sie statt, die Kommunalwahlen und Europaparlament. In Herrenberg dürfen die Bürgerinnen und Bürger aber ein Kreuzchen mehr machen. Die Urnen für die Briefwahlen stehen schon bereit, dabei sind längst noch nicht alle Unterlagen verschickt. Schließlich hat Herrenberg da etwas mehr zu tun als andere Kommunen. Hier stehen nicht nur Europaparlament, Regionalversammlung, Kreistag und Gemeinderat zur Wahl, sondern auch noch ein Bürgerentscheid. Für die Angestellten der Stadt viel Arbeit. Das ist ein deutlicher Mehraufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, für die ehrenamtlichen Wahlhelfer und auch für unsere Dienstleister, die zum Beispiel die 26.000 zusätzlichen Stimmzettel drucken und diese ganzen vorbereitenden und nachbereitenden Arbeiten machen. Und darum geht's. Hier neben der Volksbank soll ein neues Gebäude entstehen, darin Platz für Büros und Einzelhandel und dahinter ein Parkhaus oder eine Tiefgarage. Die Einfahrt dazu könnte hier entstehen, heute der Fußweg zur Albert-Schweitzer-Schule. Der Schulhof soll im Zuge der Maßnahme gleich mit saniert werden. Mit der Parkmöglichkeit soll der Verkehr aus Richtung Tübingen abgefangen werden, der momentan auf Parkplatzsuche noch weiter in die Stadt fahren muss. Das ist Teil der Planung, die Herrenberg seit einigen Jahren zum Thema Verkehrskonzepte der Zukunft vorantreibt und auch der Stadtentwicklung, die ein ganz riesengroßes Bündel an Maßnahmen vereint. Und diese Fläche mit dieser Planung ist ein Baustein davon, den man jetzt umsetzen wollte, was zu Protest und Widerstand geführt hat und zu unterschiedlichen Meinungen. Und deshalb sollen jetzt die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Abstimmen dürfen übrigens wie bei der Kommunalwahl alle Herrenberger ab 16 Jahren. Und was passiert, wenn die Bürger den Bau mehrheitlich ablehnen? Dann ist die Frage offen, was als nächstes passiert. Man wird vermutlich in eine Alternativstandortsuche gehen und schauen, wo man diese Effekte, die man sich für diese Stelle vorgenommen hat, erzielen kann. Übrigens, wer seine Briefwahlunterlagen noch nicht bekommen hat, sollte sich trotz der Mehrarbeit für die Mitarbeiter nicht beunruhigen lassen. Die Stadtverwaltung verspricht, dass alle Stimmzettel noch rechtzeitig vor der Wahl am 26. Mai verschickt werden. Zurück aus Herrenberg, zurück nach Gülstein. Herr Kaufeld, jetzt sind wir hier an der von Ihnen vorhin erwähnten Mühle. Was hat denn diese Mühle für einen Stellenwert hier im Ort? Mühlen heißen eigentlich Reichtum. Wir hatten eine reiche Landwirtschaft und wir hatten hier bis zu 7 Mühlen an der Ammer entlang zwischen Herrenberg und Gülstein. Und bei denen hat man alles klein gehackt, was es irgendwie in der Landwirtschaft an Produkten gab. Bis hin zum Gips, den es hier auch reichlich gibt. Es gab auch eine Gipsmühle. Aber diese Mühle hier ist eigentlich die bedeutendste und die älteste, die noch aktiv in Betrieb ist. Was war denn die geringste Einwohnerzahl, die Gülstein hatte? Wissen Sie das? Ja, also Volkszählung gibt es ja eigentlich erst seit dem 18. Jahrhundert. Aber für Gülstein kann man zum Beispiel 1471 haben wir 68 Vollbürger, das heißt also Männer. Und dann heißt es aber, dann müssen wir das ja hochrechnen, wie viele Mägde, wie viele Kinder, wie viele Frauen, sodass man dann von 300 Einwohnern ausgehen kann. Wie viel haben wir heute?
Heute haben wir 3.458, glaube ich, im November 2018. Okay, so, und warum Sie jetzt dieses Buch mitgeschrieben haben, da sprechen wir auch drüber und auch noch über die Einwohnerzahl, weil die ist ganz, ganz besonders, das Ganze nach der Werbung. Das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Herr Kaufeld, wo sind wir denn ganz genau hier? Also es gibt jemand, der behauptet, dass dieser Platz der schönste Platz auf der Erde sei. Das war Otto Kapp von Gülstein, der einzige Gülsteiner Ehrenbürger. Und der hat sich hier niedergelassen, hat dieses Grundstück erworben und dann für sich und seine Familie dieses Schloss gebaut. Auf jeden Fall ein ehrenhafter Ehrenbürger. Dieses Schloss ist jetzt auch in Ihrem Buch, das ist ja jetzt nicht Ihr Buch, haben Sie ja nicht alleine geschrieben. Nee, genau. Ich bin die Herausgeberin von dem Buch als Leiterin des Stadtarchivs Herrenberg. Das Stadtarchiv Herrenberg schreibt traditionell für die Stadtteile oder gibt für die Stadtteile Ortsbücher raus. Das letzte 2014 war für Oberjesingen und jetzt eben für Gülstein. Das dickste der Ortsbücher mit 745 Seiten, 23 Autoren. Und natürlich ist als einziger Gülsteiner Ehrenbürger auch Otto Kapp darin vertreten und natürlich auch Fotos, Postkarten von dem schönen Schloss, das er da 1907 gebaut hat. So, da gehen wir gleich wieder ein bisschen spazieren, aber vorher gehen wir nach Böblingen auf dem Elbenplatz. Ob mit dem historischen Hochrad oder mit dem Tretroller oder zu Fuß, in Böblingen ist heute alles mobil. Sogar das Essen. Wurst on Wheels sorgt für das leibliche Wohl. Kurz, es geht um Fortbewegung. Für die hat man in Böblingen jahrzehntelang vor allem aufs Auto gesetzt. Jetzt will die Stadt umdenken und den öffentlichen Raum für andere Fortbewegungsmöglichkeiten attraktiver machen. Fair aufteilen zwischen Autos, Fußgängern, Radfahrern und sonstigen Fortbewegungsmitteln. Auch wenn es da noch Hürden zu überwinden gibt. Jetzt kann man das nicht von heute auf morgen machen, sondern die Menschen müssen auch dafür sein. Die müssen das verstehen, warum man das Ganze macht. Und dass es auch Spaß macht, mit dem Bus zu fahren, dass es Spaß macht, zu Fuß zu gehen. Weil im Moment haben wir so eigentlich den Zustand, dass jeder unzufrieden ist, egal ob er mit dem Auto unterwegs ist, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Jeder hat seine Beschwerden und ich möchte das eigentlich gern zu einem gemeinsamen Konsens zusammenbringen. Und so ein Mobilitätstag, der bringt eben die notwendige Sensibilität mit. Und tatsächlich, das Interesse ist groß. Menschen informieren sich über die Angebote von Fahrradclubs und Organisationen, über die neuen E-Scooter, die in Kürze zugelassen werden können, und auch über andere elektrische Fortbewegungsmittel mit 2 oder mit 4 Rädern. Auch das neue Dienstfahrzeug vom OB ist dabei, samt Experten, der den Böblingern die Antriebsart Brennstoffzelle anschaulich erklärt. Wenn man doch mal ein Fahrzeug sieht, das mit Brennstoffzelle betrieben wird, dann hat man mal ein Gefühl dafür. Dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie es ist, wenn man 700 Bar Wasserstoff unter dem Sitz hat, was das bedeutet, wie eigentlich Wasserstoff getankt wird. Und das möchte ich eigentlich auch der Bürgerschaft ermöglichen, dass sie das sehen kann, dass sie das anfassen kann. Und weil Mobilität ist auch immer eine Gefühlssache. Am stärksten im Fokus steht aber noch immer das Fahrrad. Beim kostenlosen Radcheck werden Bremsen, Licht und Schaltung getestet und instand gesetzt. Und gleich nebenan gibt es sogar eine Fahrradwaschanlage, die jedes Rad wieder glänzen lässt wie neu. Pünktlich zum Stadtradeln, das auch heute wieder losgeht. Jetzt können die Böblinger sich anmelden und zeigen, wie sportlich sie auf 2 Rädern unterwegs sind. Bisher waren sie da im Kreis ja nicht unbedingt Spitzenreiter. Ich gehe davon aus, dass es besser wird. Wir haben auch eine Rathausgruppe und da radeln natürlich immer die üblichen Verdächtigen mit. Aber diesmal haben wir sogar schon mehr Anmeldungen. Also ich denke, das ist auch ein ganz guter Indikator, dass auch in der Bürgerschaft mehr mitmachen beim Stadtraten und wir mehr Kilometer verbuchen können auf unser Konto. Der Mobilitätstag jedenfalls macht Hoffnung. Wenn Böblingen so mobil bleibt, klappt es sicher mit dem Titel.
Ja, neben dem Rathaus und gleich besuchen wir auch noch die Mühle, hat der Herr Kaufeld gesagt. Es gibt noch eine richtig schöne Location hier und damit meine ich nicht unbedingt den Minigolfplatz, wo wir gleich sein werden. Das Ganze nach den Veranstaltungstipps. Ein Windstoß bläst dem Holunderbär seinen Glückshut vom Kopf und verursacht so ihm und seinem Freund dem Hasen eine richtige Pechsträhne. Aber weil Freunde immer füreinander da sind, hilft der Hase ihm natürlich, den Hut wiederzufinden. Was die beiden dabei erleben, erfahren Kinder ab 4 Jahren in der Stadtbücherei Leonberg. In der Sindelfinger Stadthalle geht's in ein fiktives Café der Begegnung und zwar tanzend. Der Jazz Dance Workout nimmt die Zuschauer mit in eine Welt der Fantasie, wo sich Gedanken zu neuen Vorstellungen verbinden und der Tanz des Lebens ganz ungeahnte Formen annehmen kann. Los geht's um 7, Tickets kosten 20 Euro. Und in Böblingen ist das Funky Show Animal Isaac Roosevelt zu sehen und zu hören. Zusammen mit dem Ausnahmegitarristen Johannes Schier entwickelte sich eine Symbiose der besonderen Art und das Gesangstalent von The Voice of Germany bringt das Publikum in Wallung. Hier geht's los um 9 und der Eintritt kostet 18 Euro. So, und jetzt stehen wir hier, aber sowas von idyllischer Kauffeld. Das ist ja also nicht nur städtetechnisch und historisch gesehen eine unheimlich spannende Gemeinde Gülstein, sondern auch landschaftlich. Und wenn ich jetzt hier um die Ecke schaue, dort wo wir stehen, das ist ja Luftlinie gerade mal 100 Meter, da ist das Festgelände und da soll ja jetzt eine riesen Fete stattfinden. Was erwartet uns denn genau an diesem Wochenende, so Freitag, Samstag, Sonntag? Also es fängt schon an am Freitagabend. Unser Oberbürgermeister kommt und wird um 18.30 Uhr wahrscheinlich sehr gekonnt das erste Bierfass mit dem Hammer aufschlagen und den Anstich machen. Am Samstag, dann geht es schon früher los. Da werden wir eine Blaulichtmeile aufbauen und zwar mit allem, was irgendwie blaues Licht hat. Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, Feuerwehr, Polizei sind alle dabei und da kriegen wir ein paar Überraschungen, die ich im Detail auch nicht weiß. Am Sonntag um 13.30 Uhr ein großer Festumzug mit 100 oder mehr Teilnehmern sind da angesagt. Alle Details werde ich jetzt hier nicht verraten. Das soll ja auch eine Überraschung werden. Und am Abend, da gestalten unsere Vereine, wir haben 14 davon und noch weitere Organisationen, die sich da beteiligen werden. Also wenn Sie nichts anderes vorhaben am Wochenende, dann schauen Sie auf jeden Fall hier in die sympathische Gemeinde. Das war's für heute mit einer neuen Ausgabe von Wir in BB. Warten wir auf Sie nächste Woche.